Ich sammle Luzernmüll am Gesetzesschutz für die Tiere. Um meine Rechnungen zu bezahlen und eine Weiterbildung im Naturschutz zu machen, brauche ich pro Monat 3000 Franken. Ich wäre froh, wenn du mich mit einer Spende von 10 Franken pro Monat unterstützen würdest. In der Videobeschreibung habe ich noch Affiliate-Links verlinkt, über die du mich unterstützen kannst, wenn du dort etwas kaufst. Willkommen zu meinem heutigen Video. Diese Woche war ich 2 Tage lang bei der ProNatura als Freiwilligenarbeit mit den Nachbarn ein paar anderen am Goldrutenausreißen hier am Steinibachritt in Horwe. Es gibt 3 verschiedene Arten von Goldruten. Die Hain-Goldrute, die wird 1 Meter groß. Dann noch die kanadische Goldrute, die wird 2,5 Meter hoch. Und die spätblühende Goldrute wird 1,5 Meter hoch. Sobald sie blühen, sieht die Blüte so aus, ziemlich gelb, und man sieht sie hier gut. Samen sehen nachher so weiß aus. Die Wurzeln gehen unten so senkrecht am Boden entlang und können so groß werden wie die Pflanze außerhalb des Bodens. Und können so mehrere Pflanzen ausschlagen pro Wurzel. Die Pflanze kann man am roten Stiel und den Blättern, die versetzt immer hinausgehen, manchmal auf der einen Seite. Dann die andere Seite mit einer spitzen Hacke die Pflanze ausgerissen, sind so wie hier in dem kurzen Video hier an der Pflanze herumgegangen, die Wurzel gesucht, dann versucht möglichst die ganze Wurzel rauszunehmen. Und weil ich momentan keine Arbeit habe, brauche ich Geld, damit ich meine Rechnungen bezahlen kann. Und wäre froh, wenn ihr mich abonnieren könntet oder mir, falls ihr wollt, etwas spendet. Oder jetzt kommt jeden Mittwoch um 18 Uhr ein Video hoch, wo ich euch erzähle, wie ihr mich kostenlos unterstützen könnt, falls ihr kein Geld zum Spenden habt.